Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Ja, wir haben die Salzmine gekauft und eingefahren. Und was haben wir noch gemacht? Weiß jetzt gar nicht. Ich auch Schnuppe. Jedenfalls, was wir tun müssen, ganz dringend unsere Zuckerrüben düngen. Und das machen wir nach dem Intro. Und da sind wir auch schon. Ich habe diesen Trecker vor dem Mineraldüngerstreuer angespannt. Und jetzt muss ich dem natürlich auch noch sagen, was er zu tun hat. Da ist noch ein Kurs drin, da ist noch ein Kurs drin, den machen wir raus. So, Delle. Job erstellen. Du musst zu Feld 18 fahren. Das heißt, erster Wegpunkt, wieder eingestellt. Erster Wegpunkt. Da fangen wir mal hier an. Öffnen. 42, 1, 1, scharf, bla bla, passt alles. Generieren. So, generiert ist er. Jetzt speichere ich den Kurs. Oh, halt, bevor ich ihn speichere. Was habe ich für eine Arbeitsbreite? 42 Meter. 42 Meter. Feld 18. Da mache ich F-18. Düngen und kalken. 42 Meters. Schwupps. Dann haben wir den Kurs auch gespeichert. Unterbrech dich. Dann brauche ich dieses Teil hier. Abholen. Die Arbeit soll stattfinden auf Feld 18. Du sollst laden im Hof, und zwar beim Düngersilo. Und laden sollst du natürlich auch Mineraldünger. Wenn du an Feld 18 angekommen bist, legen wir auch gleich los. So. Der Freund holt sich jetzt natürlich den Dünger. Weil mit dem bisschen, was da noch drin ist, kann er ja nichts anfangen. Das sieht schon mal sehr gut aus, wie der da fährt. So, Dido, Dido, Dido. Das sind wir auch schon. Und was ich ja neu entdeckt habe, sage ich jetzt mal, ist ja der sogenannte Zeitraffer. Und ich denke mal, den könnte man jetzt auch mal wieder aktivieren. Schöner wie ein Wurmloch und ihr seht auch ein bisschen was. Ich schnalle mich wieder an, Kotztüten sind bereit und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß im Zeitraffer. Thank you.
So, und da sind wir auch schon fertig. Das Feld 18 ist gedüngt. Und ich denke, er hat es wunderschön gemacht. Alles ist gedüngt, nichts ist trocken geblieben. Herrlich. Was ich euch noch sagen möchte, so eine Zeitrafferaufnahme bedeutet für mich ja wesentlich mehr Arbeit wie so ein Wurmloch, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, das Endergebnis ist doch noch ein Ticken besser wie so ein Wurmloch. Ich muss jetzt zwar die Tonspur rausschneiden, ein Musikstück reinschneiden und alles vorrendern, weil ich will ja wissen, wie viel Zeit da jetzt effektiv im Zeitraffer vergangen ist. Also jetzt wäre das Video ca. 20 Minuten lang, wenn ich es so lassen würde. Aber durch den Zeitraffer wird es ja kürzer. Und ich will meine Videos ja so zwischen 25 und 30 Minuten haben. Und deswegen muss ich nach der Sequenz erst mal zwischenrendern, damit ich weiß, wie viel Zeit ich überhaupt noch habe jetzt für das restliche Video. Aber die Mühe ist mir das wert, weil das Ergebnis einfach gut ist. Und für euch, meine lieben Zuschauer, ist mir nur das Beste gut genug. Ha, das habe ich jetzt toll gesagt, oder? So, wenn der Kamerad hier auf seinem Platz steht, dann werde ich mal überlegen, wie es weitergeht. Ich denke, ich werde einen Monat vorspulen, damit wir auch mit der Ente loslegen können. Und vielleicht ist ja auch noch eine Drescher-Ente mit Zeitraffer drin. Dass es zeitlich reinpasst, könnte klappen. Wir werden sehen. Ich möchte aber diese Fahrt jetzt mal, also zurück zum Parkplatz, ohne schwarzem Loch oder ohne Wurmloch und ohne Zeitreffer machen, damit wir auch mal gemütlich über die Multimap fahren. Das muss ja auch mal sein, denke ich mal. Nicht immer schnell, schnell, sondern auch mal gucken. Da kann ich jetzt zum Beispiel gucken, was die Eier machen. Ja, die Hühner haben wieder fleißig ein paar Eier hingelegt. Wunderprächtig. Und der Kamerad fährt zum Parkplatz. Lass ich mir mal von der Nähe angucken. Hier hätte ich auch mal die Waschstraße schicken können. Aber. Naja, komm. Hier wird gearbeitet, da wird man auch mal schmutzig. Und daher passt das schon. So, ich laufe schon mal. Nein, bleibt mal hier. Guck, wie er einparkt. Ja, ist das nicht herrlich? Wunderschön macht er das. Und da sind wir auch schon und gucken erstmal, bevor ich spule, nach den Tieren. Die Hühner müsste eigentlich reichen noch für eine Nacht. Dann kriegen die ja wieder fressen. Ich habe hier dann wieder was am Hof, weil wir ernten ja Getreide, das auch die Hühner fressen. Also wird das kein Problem sein. Und mal kurz einen Schnitt machen. So, und hier wieder Schnitt. Und jetzt gehen wir mal pennen. Hui, da hat's aber Glück gehabt, gerade den Regen übersprungen. Och gut, ich habe ich ja noch gar nicht gefüttert.
Komm mal her, Napoleon. So. Lass dir mal gut schmecken, mein Schatz, gell? Ja. So, jetzt aber abgucken, was reif ist. Feldfrüchte, Wachstum, Wachstum. Da haben wir es doch. Nix ist reif. Warum ist nichts reif? Ja, Mai! Oder wird es jetzt gleich reif? Ich hüpfe mal dahin. Mach mich nicht schwach. Tatsächlich. Nichts zum Ernten. Oh, 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 oh. Hühner, Hühner. Ja. Jetzt will ich auch mal gleich noch hier gucken. Setzlinge. Interessieren mich gerade gar nicht. Erdbeeren. Ja, spule ich trotzdem noch einmal. Salat, Tomaten, Holz haben wir schon 16.000. Diesel haben wir. Synthetische Harzstofflösung haben wir. Steinsalz haben wir auch schon. Und Solar haben wir auch schon. Ja, es läuft doch. Aber trotzdem, ich will dreschen. Das heißt, ich muss doch mal schlafen gehen. Hilft ja nichts. Ja, Zuckerrüben auch. Komm, nicht lang schnacken. Nee, halt, ist 9 Uhr. Komm mal, also 8 Uhr reicht. Nicht übertreiben hier mit dem Schlafen. Das geht ja gar nicht. So, jetzt rufen wir mal. Jawohl, Feld 11 kann ich schon mal. Feld 15 müsste eigentlich auch reif werden. Ja, da wird's doch schon. Fangen wir doch Feld 15 an mit der Gerste. Der Weizen, der braucht noch ein bisschen. Da unten, aber das ist ja egal, wir haben ja zwei Felder. Das heißt, ich hüpfe mal zum. Oh, was ist da? Was hat der gemacht? Ach, den schicke mal nach Hause. Ja gut, wenn du darum heimfahren willst, fährst du darum heim. Ist mir doch gerade egal. Da haben wir den Mähdrescher. Der muss jetzt auf Feld 15. Haben wir da schon einen Kurs? Feld 15. Dreschen. Na super. Super. Alten Kurs löschen. Kurs laden. Feld 15. Dreschen. Zack. Dann fährst du zu Feld 15. So, ich habe immer noch keinen Abfahrer. Und du darfst natürlich mit der Arbeit anfangen. Abfahrt. Und da ich noch keinen Abfahrer habe, nehmen wir halt den wieder hier als Abfahrer. So. Drescher abfahren. Und zwar auf Feld 15. Hofdünger-Silo. Nee. Hof-Getreidesilo Waren. Eingang. Da soll's hingehen. Oh, gehen wir mal zurück zu unserem. Der eine kommt, der andere geht. Ja, passt. Na, wo ist denn mein Mähdrescher? Da ist er doch. Ja, und das Ganze machen wir wieder, wie versprochen, im Zeitraffer. So, Gruschel, Gruschel, wo sind meine Kurztüten? Da sind sie. So, angelegt. Und euch wünsche ich viel Spaß beim
Zeitraffer. Bis später. Bin ich schon wieder. Doch etwas übel ist mir, aber naja, für euch tue ich ja alles. Warum ich hier jetzt aus dem Zeitraffer raus bin, mir ist gerade eingefallen, wir haben ja auch noch Gras. Und da möchte ich natürlich auch mal gucken, wie es da aussieht. So, dazu muss ich natürlich da das Gras wieder einschalten. Ich weiß nicht, warum das immer ausgeschaltet wird. Bei der Multimap sieht man das Gras ja wunderbar. Wachstum, ja, seht ihr? Wir können ernten. Gras. Holla die Waldfee. Wo bin ich jetzt? Das ist jetzt die Wiese, wo ich nichts gemacht habe. Also nur gemäht. Mäht. So. Und da drüben, das ist jetzt die Wiese, wo ich gedüngt habe, gepflügt. Rein optisch schon ein Unterschied, oder? Zwischen hier und hier. Naja, fragen wir mal unseren Rasenmäher, was der davon hält, wenn ich ihn finde. Da ist er doch. So. Was habe ich da schon? Wiese 1, da ist nichts drin. Wiese 2, da habe ich Mähen drin. Also fange ich mal bei Wiese 2 an. Kurs laden. Wiese 2. So. Wir fahren zur Wiese. Die habe ich bei Felder drin, glaube ich, gell? Ja. Wiese 2 und beginnen da auch gleich mit der Arbeit. Und das Tolle an der Sache ist, dass sogar der Mähdrescher einen Zeitraffer-Modus hat. Haha! Deswegen habe ich mir auch gleich in den Mähdrescher noch so ein paar Kotztüten reingepackt. Und wir legen da jetzt auch gleich los. Viel Spaß! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place.
Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Ja, das hat ja wieder wunderbar geklappt. So langsam gewöhne ich mich auch an die rasante Fahrt. Meine Kotztüte ist nur halb voll geworden. Also von daher, alles im grünen Bereich. So, ich habe das Gefühl, dass Wiese 2 ja von der Fläche her etwas größer ist wie die Wiese 1. Wir werden jetzt mal in der nächsten Folge hier das Gras aufsammeln. Und dann mähe ich Wiese 1 und dann gucken wir mal, wo da so der Unterschied ist. Ah, ja, der speichert wieder. So, jetzt gucken wir aber erstmal, wie weit unser Drescher ist. Der fährt ja da rum. Und dann können wir ja auch noch ein bisschen zugucken, bevor dieses Video ganz vorbei ist. Und deswegen auch gleich wieder. Zack, los geht die wilde Fahrt. Da bin ich auch schon wieder, meine lieben Freunde. Anhand des Vergleichs vom ersten Abschnitt des Videos, wo ich meinen ersten Zeitraffer gemacht habe, versuche ich jetzt ungefähr abzuschätzen, wie weit ich jetzt eigentlich mit dem neuen Video, also mit dem mit diesem Video hier bin. So, bei mir auf der Uhr stehen jetzt 37 Minuten. Aber man muss ja praktisch abziehen jetzt noch die Zeit, die ich einspare durch den Zeitraffer. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müsste ich jetzt so zwischen 25 und 30 Minuten liegen. Ich hoffe mal, diese Rechnung ist richtig und ich habe jetzt nicht ein zu langes Video gemacht, das jetzt über 30 Minuten geht. Wenn es jetzt 35 Minuten sind, ist auch nicht wild, aber trotzdem, ich denke, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich von euch verabschieden muss. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder da. Und verabschiede mich mit meinen Worten. Ciao, ciao, euer Obi.